Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Donnerstag, dem 8. September, EZB-Tag. Und natürlich wollen wir hier den Euro gegenüber dem US-Dollar in den Fokus nehmen, der als Major Pair, als meistgehandeltes Währungspaar der Welt hier natürlich im Fokus steht. Zwei große Nationen, Europa versus USA. Und wir wissen alle, dass natürlich hier die USA mehr den Zinsausschlag gen Norden sucht, obgleich nach den Daten, nach dem US-Arbeitsmarktbericht letzter Woche, Non-Farm-Payrolls, hier die Aussichten definitiv geschwunden sind, dass die EZB hier im September eine Leitzinsmaßnahme, EZB, die US Notenbank Fed hier eine Leitzinsmaßnahme in Richtung Norden vollziehen wird. Ich glaube nicht dran. Bei der EZB wissen wir, dass hier die Liquiditätsschwemme weiter anhält. Die Frage wird eben sein, was heute für Entscheidungen getroffen werden, denn wir haben, wie gesagt, heute hier 13,45 den Zinsentscheid. Da wird nichts erwartet. Was soll man denn noch machen bei Null? Klar, wir können weiter in den negativen Bereich abdriften, aber die Pressekonferenz ab 14:30, das wird sehr, sehr interessant werden, was es da an News gibt. Und letztlich ist eben die Maßnahme die, eine Verlängerung des Anleihekaufsprogramms über März 2017 hinaus, wenn solche Statements kommen, beziehungsweise andere Maßnahmen, die hier die geldpolitische Lockerung anheizen, das kann natürlich dann wieder euroschädlich sein. Also hier entsprechend begünstigen dessen, dass der Euro fällt und der US-Dollar wieder an Stärke gewinnt. Das, was eben in der letzten Woche sich umkehrte aufgrund der Non-Farm-Payrolls des US-Arbeitsmarktberichts. Und wir sehen aber hier mal kurz den Stundenchart, wie zuckelig und zackelig der Euro-US-Dollar hier, sage ich mal, umher schwingt. Ja, wir haben hier zum Beispiel im Juli so eine Seitwärtsphase gehabt hier, wo man meinen könnte, okay, wenn er hier ausbricht, gibt es Momentum oder auch hier ein Support-Level, wenn er ausbricht, nach unten gibt es Momentum. Aber nein, es sind alles immer Maßnahmen oder Bewegungen, die sich hier sehr, sehr übersichtlich gestalten. Und das Ganze im Kontext dessen, dass wir hier auch eine fallende Volatilität haben. Wir sehen hier die Volatilität im Schnitt der letzten 12 Monate gesammelt, wo man einfach feststellen muss, generell, die Tagesschwankung, die Volatilität ist ganz klar abwärts gerichtet beim Euro gegenüber dem US-Dollar. Und das ist natürlich eine Maßnahme, die auch das Intraday-Trading, das Trading selbst ein Stück weit schwer macht. Und da haben wir natürlich das Problem, dass der Markt dies hier mit Sicherheit dann eben auch genauso umsetzt, beziehungsweise der Markt dann eben hier auch wenig Dynamik entwickelt, wenn die Volatilität hier und die Richtung wirklich unklar ist. Deswegen wollen wir mal auf den Chart schauen. Warum sinkt die Volatilität? Wir gehen dazu mal in den Wochenchart vom Euro-US-Dollar. Und da sehen wir hier diese große Seitwärtsrange. Die sehen die roten Pfeile oben, die grünen unten. Wenngleich hier zuletzt die höheren Hochs etwas positiver stimmten. Eine Kerze, wie gesagt, eine Woche. Und wir sehen aber grob, dass wir hier seit Anfang, seit dem Frühjahr 2015, seit wir hier unter die Marke von 1,05 gedippt sind, eine große Seitwärtsphase ohne wirklich klares Momentum, und das macht es natürlich schwierig. Ja, wir haben hier oben bei 1,14, 1,1450 einen massiven Widerstandbereich. Der wurde immer mal wieder versucht, aufgelöst zu werden, aufgesprengt zu werden. Und wenn das mal geschieht, meine lieben Zuschauer, wenn wir hier über 1,15 per Weekly Close mal rausgehen, ja, dann ist hier sicherlich der Knoten geplatzt. Und dann denke ich, müsste Euro-US-Dollar rein technisch, rein erwartungsvoll hier innerhalb dieses großen Abwärtstrendkanals, schauen Sie sich das an, wir sind ja übergeordnet immer noch klar in einem Short-Modus, hier seit dem Hoch von über 1,60, zack, ein wunderschöner Abwärtstrendkanal, also technisch wirklich ideal, was der Euro hier zaubert auf großer Basis, aber letztlich jetzt hier eben schon eine mehr als anderthalbjährige Seitwärtsphase, und das ist natürlich zäh und das führt auch zu fallender Volatilität. Letztlich, wenn er hier nach oben rauszieht, wäre das ein Signal der Befreiung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir heute Impulse kriegen, die den Euro 300, 400 Pips nach oben heben dürften, könnten, um ein solches Signal zu generieren. Ich glaube eher nicht, auch wenn die aktuelle Handelswoche bislang positiv ist, könnte es eine Ernüchterung geben, wenn eben hier die Fortsetzung des Anleihekaufprogramms entschieden wird über März 2017 hinaus oder eben andere geldpolitische Maßnahmen ihren Einzug finden. Dann dürfte der Euro wohl eher ein Stück weit knicken, und dies, obwohl wir hier diesen kleinen kurzfristigen Abwärtstrend Kanal nach oben verlassen haben, dann hier ein Pullback gemacht haben. Das sieht letztlich alles sehr, sehr undynamisch aus. Dazu muss einfach noch mehr kommen. Und ja, die Unsicherheiten sind da. Wir haben auch noch die Wahl in den USA, was im Prinzip auch nicht dafür spricht, dass wir jetzt vorher Leitzinsmaßnahmen sehen. Aber es bleibt mal abzuwarten, wie es ausgeht. Auf Wochenbasis, wie gesagt, eine große Seitwärtsrange, die sich nach oben erst über 1,1450, 1,15 positiv auflösen würde. Und nach unten muss man sagen, wenn wir hier das Level von 1,081 nochmals brechen sollten, wie hier einmal geschehen im November 2015, dann wäre es sicherlich so, dass wir hier weiter nach unten driften dürften in Richtung Parität. Ja,
Das wäre definitiv anzunehmen, wenn wir unter die 1,081 gehen. Und das sozusagen hier mal die grobe Spanne. Man spricht hier über 600, 700 Pips in einer großen Seitwärtslage, aber es zieht sich eben alles immer mehr zusammen. Aber Kontraktion, Separation, ich denke, es ist kein Dauerzustand. Es müsste hier früher oder später sicherlich mal einen stärkeren Impuls geben. Gut. Was sagt der Tageschart? Da war unlängst schon die Annahme hier, dass wir es nicht geschafft haben, weiter in Richtung Widerstand 1,14 anzulaufen. Das ist jetzt hier auf Tagesbasis auch ein klar definierbares Level. Daher die Annahme, dass wir ein Stück weit zurücksetzen. Noch nicht mal 1,1050, da haben wir hier eine Aufwärtstrendlinie, wurde erreicht. Wir haben uns hier schon bei 1,1150 stabilisiert. Und das ist eine Marke, wenn ich hier so ein bisschen durchscrolle, die war schon relativ lange immer mal wieder on vogue. Das sieht jetzt zwar hier ein bisschen sehr gestaucht aus, aber um 1,1150 hatte man immer wieder hier kleine Nachfragezonen, wo der Markt dann immer wieder gekauft wurde, beziehungsweise dann auch mal gedeckelt war, hier im Juli nach oben. Dann gab es den Ausbruch, nochmal ein Pullback. Das zeigte die vielen Fehlsignale. Dennoch, wie gesagt, hier jetzt wieder von 1,1150 abgeprallt nach oben, insbesondere durch die Non-Farm-Payrolls der letzten Woche. Also dynamisch dahingehend. Und jetzt ist natürlich die Gretchenfrage: Wie darf es jetzt weitergehen? Beziehungsweise wie kann es jetzt weitergehen? Und da sehen wir natürlich hier, dass wir rein technisch Spielraum hätten bis 1,13, 1,14. Dann wäre meines Erachtens die Luft auch schon wieder raus aus der Bewegung. Aber ich meine eben, wenn hier eine Maßnahme zu den Anleihekaufprogrammen beschlossen wird, dass der Euro eher nochmal in Richtung 1,1150 gehen dürfte, um gegebenenfalls dann hier auch diese Aufwärtstrendlinie 1,1050 zu testen. Das wäre jetzt mal eine spekulative Annahme, dass Euro eben hier doch ein Stück weit nach unten driftet. Andererseits ganz klar, wenn wir hier über die 1,13 gehen, dann denke ich mal, die 1,14, 1,1450, das Widerstandslevel wäre dann ein Thema. Aber auch ein Durchbruch meines Erachtens in dem Fall hier nicht denkbar. So, gut, das mal zur Einschätzung des Tagescharts. Schauen wir uns mal die Saisonalität an. Da zeigt Euro-US-Dollar rein technisch nach oben. Ja, wir sehen hier im September einen positiven Bias, also Rückenwind nach oben. Dazu muss natürlich ein technisches Kaufsignal kommen. Dann hätten wir hier den Rückenwind, der den Euro eigentlich über 1,1450 heben könnte. Aber eigentlich ist eben, wie gesagt, keine Garantie. Und technisch, wie gesagt, sind wir in der Seitwärtsrange. Und die möglichen News, es geht natürlich auch immer darum, wie werden die aufgenommen, wie interpretiert der Markt die Maßnahmen, wenn dann schon alle News drin sind oder auch heute keine weitere Maßnahme entschieden wird oder kein Statement zu den Anleihekaufprogrammen und dergleichen Erfolg, kann Euro natürlich, der Euro gegenüber dem US-Dollar natürlich nach oben rausschießen. Das ist also, wie gesagt, ein Stück weit Orakeln. Aber rein saisonal sieht es gut aus, würde ich aber wie gesagt technisch jetzt nicht unbedingt unterstreichen. Ich habe auch die Fuzzy-Vektorlogik heute mal wieder mitgebracht im Stundenchart Intraday-Intervall und da sehen wir hier, dass es einen möglichen Dip nach unten geben kann, hier im 120 Minuten, 2-Stunden-Intervall, dann nach oben und dann am Ende doch wieder ein letztlicher Seitwärtslauf bis in den morgigen Tag hinein. Sie sehen auch die Fuzzy-Vektorlogik. Die Kristallkugel sozusagen gibt uns hier wenig Aufschluss über mögliche Folgeimpulse. Und da muss man natürlich mal abwarten, was denn hier der Tag noch bringt. Grundsätzlich hätte ich mir ja auch mehr erwartet, aber da Euro-US-Dollar sehr, sehr beliebt ist und heute natürlich im Fokus steht, ist das mal die Annahme dessen, dass ich mir hier mal eine fallende Tendenz erlaube. Oberhalb von 1,13 kann es hingegen bullisch werden. Der Wochentag selber, final jetzt nochmal zum Abschluss dargestellt, ist ein leicht positiver Tag. Hier mit 52% positiver Schlusspreise. Freitag hingegen wieder schwächer. Insofern mal abwarten, was wie gesagt rauskommt. Wenn Sie mögen, liebe Zuschauer, dann hören wir uns morgen wieder bzw. nachher. Auf dem JFD Desktop ist geplant, wenn es zeitlich passt, dass wir einen Livestream machen zum EZB-Event und dann Euro, US-Dollar und DAX auf dem JFD Desktop beleuchten, wie wir Livestream. Wenn Sie mögen, schalten Sie ein. Wir werden eine Ankündigung rechtzeitig vollziehen. Und ansonsten verbleibt es mir jetzt erstmal Ihnen einen ruhigen, entspannten, sonnigen Handelstag zu wünschen. Übertreiben Sie es nicht, denn Sie wissen, bei solchen EZB-Tagen ist es in der Realität vorher immer recht ruhig, um dann danach praktisch rigoros Bewegungen zu vollziehen. Warten wir ab, was passiert. Ich wünsche Ihnen was, wenn Sie mögen. Hören wir uns nachher auf dem JFD-Desktop bzw. spätestens morgen zum Devisenradar wieder. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.